of sense gratification not pulled up, and so my rowing was strenuous and appears to have gotten me nowhere with little result. Now again preaching, I find myself heavily unstudied in our books and feel incompetent. After so long with bad habits and many fall downs, I know that the renewed attempt will be more difficult. Kindly advise me specifically in this connection. After having committed so many offenses and spending years not studying your books, what is my position and what is the hope for me? Prabhupada replied clearly to dispel his confusion, and as always was full of encouragement for pushing forward the preaching mission. As to your question concerning whatever relationship between devotees are eternal, the answer is yes. This is confirmed by Srila Narottam Das Thakur, Shakudana Doledai Janma Janme Prabhu Se. He is my Lord, birth after birth. In this way, you have to understand by studying carefully the philosophy. We have got so many books now, and I want all of my disciples to read them carefully. Soon we shall be instituting Bhakti Shastri examinations, and all Brahmanas have to pass. So, utilizing whatever time you find to make a thorough study of my books, then all your questions will be answered. Srila Prabhupada Ki Jai. So. Ja, ist schön, ja, nicht wahr? Wie der Schüler hier von Prabhupada sagt, wie er eigentlich, oder sich selber, wie sagt man, ehrlich ist einfach zu Prabhupada und sagt, ja, ich habe hier irgendwie gar keine Kraft und ich habe schon hab so viele Vergehen gemacht und ich habe gar keine Zeit, deine Bücher zu lesen. Und ich habe immer noch schlechte Angewohnheiten und ich bin schon so oft runtergefallen und dann stehe ich wieder auf. Und so beschreibt eigentlich seinen spirituellen Kampf, den er hat. Und dann fragt ihn, ob es noch Rettung für ihn gibt, ob es noch irgendwie eine Hoffnung für ihn gibt. Und Prabhupada ganz einfach, ja, es gibt Hoffnung. Und ich werde deine Frage beantworten. Einfach mit ja, es gibt Hoffnung. Und genau, dann sagt er ihm das, was er eigentlich immer gesagt hatte, dass man einfach diese Bücher lesen soll, studieren soll. Und dafür hat Prabhupada uns ja auch die Bücher gegeben. Und wenn wir sie nicht lesen, sind wir selber schuld. Und wenn dann Fragen offen bleiben, sind wir auch selber schuld. Weil, so wie Prabhupada hier sagt, alle Fragen werden beantwortet, wenn man diese Bücher nicht nur liest, sondern wenn man sie, wie er sagt, so studiert. Und dann alle Antworten wird man finden. Und da kommen wir auch zu dem Punkt von gestern, dass, wie Prabhupada gestern auch meinte, dass wenn wir denken, wir haben keine Beziehung mit Krishna oder wir denken, wir haben keine Beziehung mit Guru, woran liegt das? Weil wir keine Beziehung mit Prabhupada haben. So, weil das ist der Anfang. Wenn wir keine Beziehung mit Prabhupada haben, werden wir kein Bhakti-Yoga beginnen oder werden wir auch nicht ernsthaft im hingebungsvollen Dienst sein, weil all unser hingebungsvoller Dienst haben wir durch Prabhupada bekommen. Und ja, was wären wir ohne Prabhupada? Eigentlich nichts. So. Und wenn wir mal zurückschauen, wir alle sind durch Prabhupada Devotis. Klar haben wir vielleicht auch andere Devotis getroffen, die uns angeleitet haben oder uns inspiriert haben, aber wenn ich bei mir zurückschaue, wer war meine größte Inspiration? Klar, auch die Devotis, aber eigentlich Prabhupada. Prabhupada hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
und hat mich in den Tempel geführt. Er hat überhaupt erstmal die Tempel gebracht, er hat mich zum Tempel geführt, er hat mir meine ganzen Fragen beantwortet, er hat mich vegetarisch gemacht sozusagen, einfach nur weil er sagt, du sollst es nicht machen. Und hat mir auch die Regeln und Regulierungen gegeben, wo ich mir damals gedacht habe, oh, das ist gar nichts für mich oder das halte ich schon ein und das nicht. Aber dann mehr, fängst du mehr an, Sachen einzuhalten. Jai, Vijay, Gurangadani, Taya, Ki, Jai. Und dann merkst du, dass es funktioniert, was Prabhupada da sagt. Und dann willst du mehr. Und dann hast du irgendwann alle Prinzipien eingehalten, aber sind noch ein, zwei, die du nicht einhältst. Und dann willst du das aber auch bearbeiten. Und dann kommen die Devotis ins Spiel. Weil Prabhupada, das habe ich schon so oft gesagt, sagt auch immer, du sollst die Gemeinschaft suchen, weil durch die Gemeinschaft mit Gottgeweihten, mit reinen Devotis oder Devotis, die das schon überwunden haben, dann kannst du das auch überwinden. Und dann das Lesen. Lesen ist so wichtig. Und alle anderen Sachen sind immer nur Ausreden. Also ich habe den Dienst, ich habe keine Zeit, ich muss chanten, ich muss dies, man muss das machen, ja. Und wo bleibt das Lesen? Aber das Lesen ist eigentlich wichtig. Lesen und Chanten ist das Wichtigste. Wenn du nicht richtig chantest, liest du nicht. Und wenn du nicht wirklich liest, wirst du auch nicht richtig chanten. So, die beiden Sachen arbeiten eigentlich zusammen. Und bei mir war es so, ich habe erst gelesen, ich habe nicht gechantet. Chanten war überhaupt nicht wichtig eigentlich am Anfang. Ich habe jahrelang nur gelesen. Aber dann mit den Devotees haben wir gesagt, hey, Paul, hier, die zwei Sachen, wo du frei sein von würdest, geht nur durchs Chanten. Und dann ich so, okay, dann chante ich. Und dann ein paar Monate später konnte ich das auch ablegen. Und ja, das ist so wichtig. Lesen ist so, so wichtig. Und auch wenn man sagt, okay, ich habe andere Services zu tun, trotzdem muss man jede freie Sekunde nutzen, um zu lesen. Andere Dienste sollten keine Ausrede dafür sein, dass man nicht liest. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und das ist, Prabhupada hat das so oft betont. Er hat gesagt, ich habe das für euch geschrieben. Ihr seid schwach, weil ihr nicht lest. Ist einfach so. Ich bin auch schwach manchmal. Und dann weiß ich auch warum, weil ich nicht lese. Aber wenn ich dann wieder lese, merke ich sofort, wie ich dadurch Kraft kriege. Und so wie auch andere, zum Beispiel Navinanira, das hat es auch gesagt, hat auch gesagt. Was hat er gesagt? Was soll man machen vorm Chanten? Könnt ihr euch noch erinnern? Lesen! Sollst du morgens aufstehen und erstmal lesen. Was gibt dir, wo ich sie lesen zwischen den einzelnen Runden, lesen die was. So, das kann man machen, ist inspirierend. Weil die Connection muss da sein einfach. Und die Connection mit Prabhupada ist ganz wichtig, weil ohne Prabhupada sind wir niemand. Und das müssen wir etablieren. Und deswegen sollte man auch die Biografie lesen von Prabhupada. Wissen, was hat Prabhupada eigentlich gemacht, dass man versteht, der war kein normaler Mensch. Der war einfach ein reiner Gottgeweihter. Und er ist das, was wir aus den Büchern lernen sollen, was wir anstreben, was wir sein möchten oder anstreben, das war Prabhupada. Und deswegen sind wir selber schuld, wenn wir Prabhupada missachten oder ihn nicht wertschätzen oder ihn geringschätzen. Ne? Sagen, ja, Prabhupada ist einer von vielen. Nee, Prabhupada ist nicht einer von vielen. Er ist der Wichtigste eigentlich hier im Universum. Prabhupada ist so wichtig. Und von ihm dann weiter, klar, geht es dann weiter. Die Schülernachfolge hört ja nicht mit Prabhupada auf, wie manche sagen. Na, Prabhupada ist der Wichtigste. Klar ist Prabhupada der Wichtigste, aber ist der Founder Acharya. Aber die Parampara geht weiter. Und jetzt kommen seine Nachkommen, die nächste Generation. Genauso wie wir auch die nächste Generation sind der nächsten Generation. Und unsere Kinder oder unsere zukünftigen Devotis, dann sind wir irgendwann mal die Älteren. Schülernachfolge geht weiter. Wir müssen Zuflucht suchen bei denen, die Zuflucht gesucht haben im Parampara-System und bei Srila Prabhupada. Weil Prabhupada ist das maßgebende, er ist der maßgebende Standard. Und der Shiksha-Guru von jedem. Und das ist halt, was wir verstehen müssen. Ohne Prabhupada läuft hier gar nichts. Oder es läuft falsch. Geht in eine andere Richtung. Aber Prabhupada ist total wichtig. Und wenn wir Prabhupada kennenlernen wollen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, wie können wir das haben? Klar können wir den Dedi anschauen und sagen, oh, Prabhupada, Prabhupada, aber wir sollen lesen. Und dann haben wir direkt Connection mit Prabhupada. Und er ist der beste Prediger, der uns in die richtige Richtung
gegeben hat und uns den Kopf gewaschen hat und uns aufgeweckt hat. Und genauso deswegen geben wir die Bücher auch an andere Leute weiter, damit die aufgeweckt werden. Nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was Prabhupada sagt. Das ist ganz wichtig. Und deswegen lesen, 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 lesen. Und da predige ich auch zu mir selbst, weil ich lese auch viel zu wenig. Und das ist nicht gut, und das weiß ich. Aber es gibt nun mal so eine Tage. Aber jedes Mal, wenn ich das Buch wieder in die Hand nehme, denke ich mir so, warum mache ich das nicht den ganzen Tag? Warum lese ich nicht stundenlang eigentlich, so wie ich es früher mal gemacht habe? Aber dann denkt man manchmal so, jetzt habe ich die Bhagavad Gita schon gelesen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich das Bhagavad Gita schon einmal gelesen, jetzt bin ich der tolle Gottgeweihte, der sagen kann, ich habe das Bhagavad Gita schon gelesen, ich habe alle Bücher von Prabhupada gelesen. Ja, kann ich mir auch hin, ich habe auch alle Bücher von Prabhupada gelesen, ja super. Aber was kommt dann? Dann kommt der Stolz und dann kommt der, ich habe schon gelesen, jetzt kann ich was anderes lesen. Nein, dann liest du es wieder und wieder. Und dann kommt jemand wie so ein, zum Beispiel mein Guru, der, ich habe die Bhagavad Gita schon 100 Mal gelesen. Und ich werde sie auch nochmal 100 Mal lesen. Und jedes Mal wird sie mir was Neues erzählen. Und das ist die Motivation. Die Bücher sind transzendental, die können wir immer lesen. Und es wird nie langweilig. Selbst wenn du nur die Bhagavad Gita hättest, könntest du sie mal lesen, könntest du sie 1000 Mal lesen, könntest du 1 Million Mal lesen, du wirst jedes Mal, wird die dir was anderes, wird die dir was Neues offenbaren. Und das geht mit normaler Literatur nicht, sondern nur mit transzendentaler Literatur. Und die haben wir bekommen von Srila Prabhupada. Und das müssen wir mal verstehen, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden sollen. Aber da kommen wir auch in dem Vers, geht es heute auch darum, wie wir die Sinne eigentlich falsch einsetzen, missbrauchen und unsere Zeit nicht richtig nutzen und in Illusion sind und eigentlich nur das, die heiligen Schriften uns da rausziehen können. Das, was wir hören. Und lesen ist hören, was aufgeschriebener Klang ist. Und der Klang ist das, was uns hier eigentlich befreien kann aus dieser ganzen Illusion. Und weil wir das nicht verstehen, genauso wie wir auch nicht verstehen, dass Chanten wichtig ist, was auch Klang ist, der uns befreit, deswegen machen wir das zu wenig und denken, nur andere Sachen sind wichtiger. Aber eigentlich ist nichts wichtiger als Chanten, lesen, hören die ganze Zeit. Und deswegen soll man auch die Bücher laut lesen. Weil sonst immer nur so ein Geist. Aber wenn du es hörst, geht es direkt in die Seele einfach. Geht noch tiefer. Und deswegen sollen wir laut lesen. Das ist ganz wichtig. Okay, Srila Prabhupada Ki Jai. Und dann, Film geht hier nicht, oder unser toller Fernseher? Warum funktioniert das schon wieder nicht? Ist die Batterie alle? Gut, lesen wir aus dem Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, wir lesen aus dem 6. Kanto. Weiter im 1. Kapitel die Geschichte vom Leben des Arjamila. Vers 50 haben wir heute. Und ja, ist ja schade, dass keine Übersetzung ist für unsere russischen Devotis hier. Aber was kann ich machen? So, lese ich einfach mal den Vers hier vor. Habt ihr die Verse da? Hast du den da, Moritz? Kannst du, okay, dann könnt ihr doch wiederholen. Dann lesen wir hier Zeile für Zeile. Panchabi kurute svatam. Panchabi data panchabi. Ikastu sudashi. Sudashinatin. Svayam sapta daso snute. Panchabi kurute svatam. Panchabi danta panchabi. Ikastu sobadasi natrin. Svayam sapta daso snute. Panchabi kurute svatam. Panchavidanta panchavi.
Ekastu Sobhadashenastrin Panjabi Kurute Svatam Panjabi Danta Panjabi Kastu Surase Nasti Svayam Sattara Shusnute Mata, tschüss. Panjabi Kurute Svatam Panchavidanta Panchapi Kastu Subhase Nasti Svayam Sattara Shusnute. So, Wort zu Wort Übersetzung hier. Panchabi mit den fünf Arbeitssinnen. Stimme, Arme, Beine, Anus und Genitalien. Kurute führt aus. Svartan seine gewünschten Interessen. Pancha die fünf Objekte der Sinne. Klang, Form, Berührung, Duft und Geschmack. Veda kennt Artha so Panchavi von den fünf Sinnen der Wahrnehmung. Hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Eka der eine. Tu aber Sodashena von diesen 15 Bestandteilen und dem Verstand. Trin, die drei Kategorien der Erfahrungen. Glück, Leid und eine Mischung von beiden. Svayam, es, das Lebewesen selbst. Saptadasha, der 17. Bestandteil. Ashnute genießt. So, Übersetzung und die Erläuterung von seinem Gründer Acharya Sivan Grace, Esi Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Übersetzung des Verses. Über den fünf Sinnen der Wahrnehmung, den fünf Arbeitssinnen und den fünf Objekten der Sinne steht der Geist, der das 16. Element darstellt. Über den Geist steht das 17. Element, die Seele, das Lebewesen selbst, das in Zusammenarbeit mit den anderen 16 Elementen alleine die materielle Welt genießt. Das Lebewesen genießt drei Arten von Situationen, nämlich glückliche, leidvolle und gemischte. Erläuterung. Jeder widmet sich mit seinem Handeln, jeder widmet sich mit seinen Händen, seinen Beinen und den anderen Sinnen einer Tätigkeit, um je nach seiner erdachten Vorstellung ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Man versucht, die fünf Sinnesobjekte, nämlich Form, Klang, Geschmack, Duft und Berührung, zu genießen, da man nicht das wahre Ziel des Lebens kennt, das darin besteht, den höchsten Herrn zu erfreuen. Aufgrund von Ungehorsam gegenüber dem höchsten Herrn wird man in die materiellen Umstände versetzt und versucht dann auf selbsterdachtem Wege seine Situation zu verbessern, ohne dass man den Wunsch hat, den Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu folgen. Nichtsdestotrotz ist der höchste Herr so gütig, dass er selbst kommt,
um das verwirrte Lebewesen zu lehren, gehorsam zu handeln und dann allmählich nach Hause zum Gott zurückzukehren, wo es ein ewiges, friedvolles Leben der Glückseligkeit und des Wissens erlangen kann. Das Lebewesen besitzt einen Körper, der eine sehr komplizierte Verbindung der materiellen Elemente darstellt, und mit diesem Körper kämpft es ganz alleine, wie in diesem Vers durch das Wort Ekastu angedeutet wird. Wenn man sich im Ozean befindet und versucht, sich an Land zu kämpfen, muss man alleine schwimmen. Obgleich viele Menschen und Wassertiere ebenfalls im Ozean schwimmen, muss man für sich selbst sorgen, denn niemand wird einem helfen. Ebenso weist dieser Vers darauf hin, dass das 17. Element, die Seele, alleine arbeiten muss, obgleich es versucht, Gesellschaft, Freundschaft und Liebe zu schaffen, wird niemand in der Lage sein, ihm zu helfen, außer Krishna, dem höchsten Herrn. Deshalb sollte es sein einziges Anliegen sein, Krishna zu erfreuen. Genau das ist es auch, was Krishna will. Sarva Dharma Parijaja Mam Ekam Saranam Vraja. Menschen, die durch materielle Umstände verwirrt sind, versuchen sich zu verunreinigen, doch obgleich versuchen sich zu vereinigen, doch obgleich sie sich unter Menschen und Nationen um Einheit bemühen, sind alle Versuche vergeblich. Ein jeder muss alleine mit den Elementen der Natur ums Dasein kämpfen. Die einzige Hoffnung besteht darin, wie Krishna uns rät, darin, sich ihm hinzugeben. Denn er kann einem helfen, den Ozean der Unwissenheit zu entkommen, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu betet deshalb. Aniyananda Natat Kinkaram Paditanamam Ishampani Bhavambudo Kripaya Tava Patapankacha Sita Durisham Disham Dishintaya. O Krishna, geliebter Sohn Nanda Maharajas, ich bin dein ewiger Diener, aber irgendwie bin ich in dieses Meer der Unwissenheit gefallen, und obgleich ich sehr schwer kämpfe, gibt es keinen Weg, wie ich mich retten könnte. Wenn du mich doch gütigerweise heraushebst und mich als einen Staubkörnchen an deinen Lotusfüßen befestigst, so wird mich das retten. In diesem Sinne sang auch Bhaktivinoda Thakur Anadi Kamani Pale Pati Bhavanada Jale Taribari Na Duke Upaya. Mein lieber Herr, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich aus irgendeinem Grunde in diesen Ozean der Unwissenheit gefallen bin, und nun kann ich keinen Weg finden, mich zu retten. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, dass jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Wenn ein individuelles Lebewesen ein reiner Geweihter Krishnas wird, wird es daraufhin aus dem Ozean der Unwissenheit erlöst. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, hier haben wir wieder einen sehr schönen Vers. Und der Vers beschreibt hier eigentlich, wie wir in dieser materiellen Welt oder alle Lebewesen in der materiellen Welt, wie sie tätig sein müssen. Und hier wird das schön aufgegliedert. So. 5 Sinne der Wahrnehmung. Und genau, die haben wir hier. 5 Sinne der Wahrnehmung, 5 Arbeitssinne und 5 Objekte der Sinne.
Genau, also Sinne, fünf Objekte, die man genießen will. So. Und Prabhupada erklärt das hier. Man versucht die fünf Sinnesobjekte, nämlich Form, Klang, Geschmack, Duft und Berührung, zu genießen. So. Das genießen wir alle hier. Der Mensch, das Tier, keine Ahnung, die Pflanzen zu einem gewissen Maße auch. So. Und ja, die Sinne sind auch klar. So, aber was sind jetzt die Arbeitssinne? Und das erklärt hier Prabhupada schön in der, nicht in der Erläuterung, aber in der Wort-zu-Wort-Übersetzung. Haben wir das hier gehört? Nämlich die Arbeitssinne sind Stimme, Arme, Beine, Anus und Genitalien. So. Dann die Objekte der Sinne, Klang, Form, Berührung, Duft und Geschmack. Und die fünf Sinne der Wahrnehmung: Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen. Und das haben wir alles schon mal gehört und das wird auch in den Veden sehr oft erklärt. Und hier wird es beschrieben als die 16 Elemente. Dann kommt noch einer dazu, der Geist als 17. Und dann kommt als 18, doch darüber kommt, nee, als 15, genau. Und dann als 16. haben wir den Geist. Und als 17. als die Krone hier sozusagen wird die Seele beschrieben, was das Lebewesen ja selbst ist. So. Und mit diesen 15 Sinnen plus den Geist, diesen 16 Sinnen, sind wir die ganze Zeit eigentlich verstrickt hier in dieser materiellen Welt. Und dadurch versuchen wir glücklich zu sein. Und dann, wie am Ende jedes Verses so schön gesagt wird, das Lebewesen genießt drei Arten von Situationen durch diese 16 Punkte, nämlich glückliche, leidvolle und gemischte. So, kennen wir auch alle, wa? Meistens ist gemischt. So, sind wir mal glücklich, dann wieder nicht glücklich, dann sind wir am Leiden, so, und im Endeffekt, ja, gibt es kein wirkliches, wahres Glück. Und ja gut, was wir vielleicht voll erleben, ist volles Leid, ja? Volles Leid, so, in sämtlicher Art und Weise, so. Aber es ist auch zeitweilig, so, auch volles Leid, obwohl andere Beispiele gibt es auch, wo gesagt wird, die materielle Welt ist ein Ozean des Leids, so. Eigentlich ist alles, was wir machen, leidvoll, so. Für wen ist das leidvoll eigentlich? Für die Seele. Weil, ja, kommt darauf an, was wir machen, genau. Aber wenn wir nichts für Krishna machen, was machen wir dann? Wir machen was gegen die Seele, gegen uns selbst und wir machen was gegen Krishna. So. Aber dafür hat er das hier so perfekt geschaffen, diese materielle Welt, damit wir genau das halt ausleben können. Weil, wie wir hier gehört haben, selbst Lord Chaitanya hat hier im Shikshastakam, gibt es ja diesen Vers, und sagt: Ja, ich bin das Meer der Unwissenheit gefallen und obwohl ich gleich hier schwer kämpfe, gibt es keinen Weg, mich zu retten. Wie kann ich hier raus? Und da gibt es nur den anderen Weg, ja. Bitte hebe du mich her als Staubkörnchen in deine Lotusfüße. So, und dann werde ich befreit. So. Aber das muss man erstmal haben, muss man erstmal Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen. Ne? Da sind wir. Wir sind jetzt da, vielleicht als Gottgeber. Wir wissen, Krishna hat wunderschöne Lotusfüße, da sollen wir uns festhalten. Prabhupada hat wunderschöne Lotusfüße, da sollen wir uns festhalten. Unser Guru hat Lotusfüße, da sollen wir uns festhalten. Für uns mag das klar sein, aber für normalen Menschen ist das nicht klar. Weil er ja immer diesen ganzen Genuss hier hinterher rennt und weil er immer ja denkt, ich kann hier glücklich sein. Und sehe durch dieses Glück, kurze Glück, was ich habe, sehe ich gar nicht das Ganze, den ganzen anderen Part, nämlich das Leidvolle. Sehe ich gar nicht. Blend das aus, weil mein Leben will ich ja so leben, dass ich glücklich bin. Aber sehe auch auf dem Weg des Glücklichwerdens, sehe ich gar nicht, wie es eigentlich zwischendrin immer leidvoll ist. Und das Leben komplett eigentlich leidvoll ist. Und da haben wir den Quote heute Morgen. Hier, gib den mal nochmal her, weil der passt. Das ist perfekt einfach. Der Quote von Prabhupada für den Tag heute spiegelt genau das wider. Prabhupada ist einfach transzendental und die Devotees, die das hier zusammengefügt haben, sind genauso transzendental. Hier sagt Prabhupada auf Englisch: If there's some earthquake, also gibt es ein, wie sagt man, ein Erdbeben, da ist eine Gefahr und natürlicherweise, was wirst du machen in der Gefahr? Du wirst anfangen zu beten. Und was wirst du beten bei einem wie sagt man hier, was habe ich gerade gesagt, Earthquake? Bei einem, ich habe gerade gesagt, nicht Katastrophe, aber bei so einem Erdquake.
Erdrutsch. Erdbeben, genau, Erdbeben. Was passiert? Wie kennt man das aus dem Film oder so? Erdbeben, die Erde wackelt, am besten reißt die Erde auf, alles fällt zusammen. Hä? Das ist ein richtiges Erdbeben. Haben wir hier zwar noch nicht erlebt, aber wo war das vor ein paar Jahren? War doch Nepal, war dieses Riesenerdbeben. Wo, da waren auch die Wodis da. Und wenn du das liest, wenn du da bist, was machst du automatisch in so einer krassen Situation? Du wirst anfangen zu beten. Und was betest du? Was wird man beten? Bitte, bitte, lass der nächste Stein mich treffen oder lass mich in den Abgrund fallen. Nein, dann wird genau das Gegenteil wieder. Man wird sagen, oh, beschütz mich, bitte, keine Ahnung. Ganz automatisch. So. Und dann geht es hier weiter. But we forgot it. Aber wir vergessen es. The tendency of offering prayers to the Lord at the time of danger is automatically. Und das ist der Beweis, dass wenn uns eine schlechte Situation oder eine gefährliche Situation, automatisch werden wir beten. Automatisch zum Herrn. Jeder macht das. Auch ein Atheist wird sagen, oh, jetzt bitte lass mich hier heil rauskommen. Bitte helf mir doch jemand. Obwohl man eigentlich sagt, es gibt keinen Gott. So, aber automatisch macht man das. Automatisch, wenn du in Gefahr bist. Und hier, und dann am Ende dann, we are in the material condition of material life. We are in danger. So, wir sind hier in dieser materiellen Welt. Und wir sind in Gefahr und deswegen automatisch sollten wir Zuflucht suchen. Therefore we should pray. So, und deswegen, diese materielle Welt ist so ausgelegt, dass du die ganze Zeit eigentlich in Gefahr bist. So. Und automatisch beten wir. Ja? Wir beten, oh, bitte lass mich nicht sterben, bitte lass mich nicht krank werden, bitte lass mir das und das nicht passieren. Ich sehe es bei anderen, so gerade in so einer Gefahr. Hier, Earthquake oder keine Ahnung, irgendein Unwetter oder weiß ich was, irgendeine Katastrophe. Lass das anderen passieren, aber nicht mir. Ne? So richtig heavy. So. Das wünsche ich mir. Das bete ich so, keine Ahnung. So. Und manche Leute kriegen die Mercy und manche Leute nicht. Manche Leute fallen in Abgrund und manche können sich retten und manche müssen nur zugucken. Und sind dann aber in der Position, dass sie halt beten. So. Dieses Beten ist der tiefe Schrei eigentlich der Seele, die hier als, was war das, 17. Element beschrieben wird, weil die Seele automatisch Zuflucht sucht, da wo sie herkommt, nämlich aus dem wahren Zuhause. So automatisch ist dieses Ding da, mir ist Gefahr, also muss ich mich an was Höheres wenden. Aber das ist nur in gefährlichen Situationen, wie Prabhupada sagt. Wenn es uns natürlich gut geht, wenn wir glücklich sind und alles ist schön, dann denken wir so, oh, das habe ich mir selbst, das habe ich selbst erreicht, das habe ich selbst, habe ich das so gemacht, dass es alles schön ist. So eine schön, weiß nicht, liegst irgendwo am Strand oder was oder keine Ahnung oder machst einen schönen Spaziergang in der Natur oder bist umringt mit deiner Familie oder mit deinen besten Freunden oder machst das, was dir halt Spaß macht, dann denkst du so, oh, das habe ich selbst geschaffen, die Situation und sehe gar nicht, dass es auch nur eine Situation ist, die ja geschaffen wurde, auch von etwas Höherem dahinter. Und anstatt sich zu bedanken für diese glückliche Situation, sind wir so in Illusion, dass wir sagen, ich habe das hier so geschaffen. Da gibt es niemanden, der für dieses Glück verantwortlich ist. Ich bin selber dafür verantwortlich. So. Und warum ist das so? Weil Illusion ist da, aber andersrum ist halt auch dieser Fakt da, dass wir ja Zuflucht suchen. Und wo macht der Materialist, wo sucht er auch manchmal Zuflucht, wenn zum Beispiel was Schlimmes passiert, dann sagt er, oh, Polizei, oh, irgendwie, keine Ahnung, wo er sich denkt, ja, ich muss bei einer höheren Autorität Zuflucht suchen, weil die kann mich jetzt beschützen. So. Polizei, als Kind, was machst du, Mutter, Vater, ne? Dann Polizei, was gibt es noch, was kann man noch Zuflucht suchen? Bei der Armee, weiß ich nicht, irgendwas, was sich halt beschützt, so, ne? Weil man denkt, das kann mich jetzt retten. So, oder irgendein Gesetz oder so, keine Ahnung, wo sich auch nicht retten kann in dem Moment. So, aber da sehen wir, dass wir automatisch von Natur aus uns an was Höheres wenden, wir wissen, das beschützt uns. So. Aber wenn wir glücklich sind, wenn es uns gut geht, dann machen wir das komischerweise nicht. Und das ist der Fehler. Das ist dieser Fehler. Und das müssen wir halt lernen. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir als individuelle Seelen hier in dieser materiellen Welt ist, was ein Ozean der Unwissenheit ist. Und durch die Unwissenheit sehen wir die Gefahr gar nicht. Und sind uns darüber gar nicht bewusst. Eigene Story aus meinem eigenen Leben. Ich bin mal durch Berlin gelaufen. Total verpeilt, bestimmt auf Drogen, bin ich mir sicher, weil ich war immer auf Drogen.
laufe ich und auf einmal macht's BAM! Und ich bleib stehen. Ich so, boah, was war denn das jetzt? Und vor mir ist ein Ziegel auf den Boden gefallen. Ein Meter vor mir. Und genau BAM! Und ich so nach oben, Berlin, kleiner, nicht so eine Häuser wie hier, drei, vier Stockwerke. In Berlin sind die Stockwerke, das war auch Altbau, bestimmt acht, neun Stockwerke Haus. Ist genau runtergefallen. Ist genau runtergefallen. Ein Meter vor mir. Und ich, ein Schritt. Und ich habe mir gedacht, so, boah, ich wäre jetzt schneller gelaufen, ich hätte das Ding voll auf den Kopf gekriegt. Ich wäre tot gewesen einfach. Und da habe ich mir auch gedacht, so, hu, wer war denn das jetzt, der mich hier beschützt hat? So, erstmal habe ich mich gefreut, klar, aber in dem Fall war ich voll geschockt. Und dann später werde ich dann so, boah, da hat mich jemand beschützt. Wer war denn das? Krishna. Ja, Krishna war das. Weil Krishna noch einen anderen Plan für mich vorhatte. Mein Karma war noch nicht okay, das da abzukriegen. Jemand anderer hat das Ding auf den Kopf gekriegt. Ein Meter vor mir. Und denkst du, so, oh, ist doch alles schön, die Stadt ist schön, war gerade voll am Enjoyen, so, geh spazieren, mach irgendwas, weißt du so, und auf einmal so, BAM! Das ist, keine Ahnung, ich war nicht unbedingt ein Eiler, aber der Punkt war, es hat mich voll aus meinem, aus alles schön rausgeholt. Boah, ist ja voll gefährlich hier einfach. So wie Prabhupada da mal schreibt, du kannst auch draußen rumlaufen, da kommt ein Auto, überfährt dich. Gibt es eine Garantie dafür, dass du nicht überfahren wirst? Da habe ich denke, ja, die haben die Ampeln, die haben ihre Regeln, die Leute werden ja alle gut auf die Regeln achten, aber da gibt es auch mal Leute, die einfach crazy sind und überfahren andere. Oder auch ein Flugzeug, keine Ahnung, fliegt da oben, ja, lass mal abstürzen, was passiert denn dann? So, weißt du, oder andere Sachen. Sucht euch irgendwas aus, Katastrophen sind überall. Aber wir sehen es nicht, weil alles ist immer schön geordnet, alles funktioniert, zumindest hier in Deutschland, alles ist geregelt. Ja, jetzt gehen wir nach Indien. Guck dir den Straßenverkehr da an. Da hast du mehr Angst, über die Straße zu laufen, weil da gibt es keine Ampeln. Da kommen die Autos von links und rechts und Tiere und alles ist total die Action und du musst echt aufpassen, dass du da lebend über diese Straße kommst. Jetzt musst du anders mit umgehen. Aber wir haben hier ein gewisses Sicherheitsgefühl in der westlichen Welt, was total diese Illusion eigentlich noch verstärkt. Also, uns geht's gut, mir geht's gut, mir kann nichts passieren. Aber in den Ländern, wo es ein bisschen einfacher ist, und speziell auch Indien oder andere Teile der Welt, was, wo wir sagen, es sind dritte Weltländer, da sind die Leute noch viel bewusster und beten eigentlich die ganze Zeit, weil die sich denken, auf Schritt und Tritt kann mir was passieren. Ich kann überfallen werden, ich kann überfahren werden. Keine Ahnung, was, kann ein tödliches Tier kommen, kann mich beißen. Weg mal, läufst du durchs Feld, musst jeden Tag durchs Feld laufen. Irgendwo in irgendeinem Land. Und du weißt, da sind kleine, kleine Schlangen. Wenn der dich beißt, bist du sofort tot innerhalb von 2 Minuten. Oder von ein paar Minuten. Und die Leute laufen da lang. Und ein paar werden gebissen, ein paar werden nicht gebissen. Jetzt überleg mal, das ist dieses Bewusstsein. Da läufst du da lang und denkst, betest du jedes Mal, oh, bitte lass mich nicht diese Schlange treffen. Ich habe die selber gesehen, so eine ganz kleine Schlange, da denkst du, die lachst du aus, wenn du die siehst. Aber die hat so ein Gift, wenn die dich beißt, vorbei. Oder so eine Riesenschlange, Anacondas, keine Ahnung, die dich mit einmal verschlingen können, wenn sie wollen. So, ja. Da hast du Respekt vor, hast du Angst vor, dann betest du. So, aber das ist das Ding, das ist einfach ein Ding von der Wahrnehmung. Aber wir sind halt hier, als Lebewesen sind wir uns darüber nicht bewusst. So, aber eigentlich sollten wir das sein. Und das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita hier, habe ich ein paar Verse hier, wo eigentlich er sagt, was die Natur der spirituellen Seele eigentlich ist. Nämlich, die Lebewesen in der bedingten Welt sind meine ewigen fragmentalen Teile. Aufgrund ihres bedingten Lebens kämpfen sie sehr schwer mit den 6 Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. So. Kennen wir diesen Vers, die 6 Sinne haben wir hier, 5 Sinne mit dem Geist. Und dann hier wird ja beschrieben die Sinne plus der Geist und dann geht es ja gleich zur Seele. Aber was ist dazwischen noch? Was sagt Krishna noch in der Bhagavad Gita? Was ist da? Was steht eigentlich über dem Geist? Das wisst ihr auch, habe ich auch schon so oft gesagt. Die Intelligenz, genau. Und diese Intelligenz ist, die wird jetzt hier nicht erwähnt, aber die Intelligenz. Ist ja auch ein Sinn eigentlich, aber das ist ein transzendentaler Sinn eigentlich, weil mit der Intelligenz kannst du dich erhöhen vom Bewusstsein und kannst aus diesen 3 Gunas kannst du entkommen, wenn du deine Intelligenz fütterst mit spirituellem Wissen, weil sonst hier ein normaler Mensch, der seine Sinne
benutzt oder missbraucht oder versucht glücklich zu sein, Glück oder Leid zu erfahren, was macht der? Benutzt ja auch seine Intelligenz. Ne? Aber sehr auf einer Ebene, wo Prabhupada immer sagt, das ist wie ein Tier. Der benutzt seine tierische Intelligenz. Aber der Mensch eigentlich soll ja seine höhere Intelligenz benutzen. Und wenn er die benutzt, dann automatisch wird er sich darüber bewusst, dass er eine Seele ist und dass er frei davon ist. Und das ist das, was Prabhupada ja auch so oft erwähnt hat. Ja, du bist nicht dieser Körper, du bist spirituelle Seele. Weil durch diese Sicht kann das Lebewesen wirklich spirituellen Fortschritt machen und dann erkennen, ja, wenn ich spirituelle Seele bin, ich gar nichts hier mit dieser materiellen Welt zu tun habe. Ja, wo komme ich denn dann her? Wo komme ich dann ursprünglich her? Komme ich vielleicht daher, wo es diese Sachen gar nicht gibt? Oder wo es genau dieselben Sachen gibt, aber in perfekter Form? Und das, was wir hier als Sinne haben und was wir hier genießen wollen, eigentlich ja nur eine Spiegelung ist von der Perfektion, von der was? Materiellen Welt, Ozean voller Leid, plus Spiegelung der Reflexion aus dem, wo wir als Seele herkommen, wo kommen wir her? Ja, aus der spirituellen Welt. Und in der spirituellen Welt gibt es auch Körper, gibt es auch Form. Und die Leute handeln da auch und machen und sehen und riechen und schmecken und machen das auch. Aber diese Sinne sind perfekt. Stell dir das mal vor. Und die werden so benutzt, dass sie was machen? Dass sie nicht sich selbst zufriedenstellen, sondern den höchsten Herrn zufriedenstellen. In der spirituellen Welt wird keiner sagen, oh, ich esse das jetzt, weil ich muss das genießen. Sondern ich esse das jetzt, weil ich weiß, es ist Prasada. Und das dann, dieser Sinn ist spiritualisiert. Und das ist das, was wir eigentlich in Form von Bhakti-Yoga hier in dieser materiellen Welt schon lernen, dass wir unsere Sinne in den Dienst stellen und dass wir unsere Sinne eigentlich transzendieren und dass die Sinne, die eigentlich wie Schlangen sind, also schön bei Gott, ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel, da wird es beschrieben, in einem Kapitel, glaube ich, drittes oder viertes Kapitel, werden die Sinne als Schlangen beschrieben, die immer aktiv sein müssen. Und Schlangen, was machen die? Die beißen. Ne? So, die beißen. Und wir haben diese Schlangen mit uns, diese fünf Schlangen, die immer aktiv sein wollen und immer genießen wollen. Und was macht der Bhakti-Yogi oder was hat Prabhupada uns gegeben, was hat Krishna uns gegeben durch Form, durch Bhakti-Yoga? Können wir diese Schlangen bändigen? Und wir können ihnen die Macht nehmen, uns eigentlich komplett zu verwirren. Und dann wird beschrieben in der Bhagavad Gita, dass man ihnen die Giftzähne zieht. Und dann sind wir im Endeffekt wie so Schlangenbändiger. Kennt ihr das? So, ja, habe ich auch in Indien vielleicht mal gesehen. Da spielt einer so eine Melodie auf einer Flöte und dann kommen die Schlangen und tanzen dazu, sind hypnotisch, versuchen dann auch mal zu beißen und versuchen wieder ihr typisches Ding zu machen. Aber derjenige, der spielt, ist der Chef, hat die Schlangen unter Kontrolle und der weiß ja, sollen sie mich doch beißen. Ist egal, lass mich beißen. Aber es passiert nichts, weil die Giftzähne gezogen sind. So. Und das ist das eigentlich, was wir hier lernen sollen, dass wir durch Bhakti-Yoga diese Sinne in den Dienst stellen können und die Sinne uns dann nicht mehr verwirren und die Sinne uns nicht mehr in Illusionen drängen und auch der Genuss, den wir durch die Sinne erfahren, uns nicht mehr in Illusionen drängt, wie er vorher gemacht hat. Dann riechen wir was Gutes, ein Incense, dann schmecken wir was Gutes, Prasad, dann sehen wir was Gutes oder lernen zumindest, dass wir, wenn wir was sehen, wir das alles in Beziehung zu Krishna sehen. Und wir sehen, okay, das ist schön, weil Krishna das schön gemacht hat. Oder das ist hässlich, weil Krishna das so wollte, dass hässlich ist. Aber eigentlich gibt es nichts Hässliches in dieser materiellen Welt. Alles ist schön. Alles ist vollkommen. Alles ist perfekt. Wer ist der Macher dahinter? So, wenn wir was hören, dann, oh, warum höre ich was? Weil Krishna das will, dass wir das hören können. Aber dann gibt es einen Unterschied zwischen diesem Hören. Ja, und dann ist es, können wir verstehen, okay, es ist spirituelle Form, spirituelle Sinne sind perfekt. Ja, aber wo kommen denn diese Sinne her? Von Krishna, ne? Und Krishna wird beschrieben in den Veden als Rishikesha, ne? Ist er der Herr der Sinne. Und warum ist er der Herr der Sinne? Also er hilft uns, dass wir Herr über unsere Sinne sein können, wenn wir über ihn meditieren. Aber andersrum hat er ja auch diese Eigenschaften. Es kommt ja von ihm. Er sieht auch, er schmeckt auch, er hört auch, er macht das alles auch. Aber was unterscheidet uns von Krishna?
Wer weiß es? Was kann Krishna mit seinen Sinnen machen? Johannes, was kann Krishna machen mit seinen Sinnen? Ist er so wie wir oder kann er die anders benutzen? Ja, das ist abgefahren. Genau. Das ist der Unterschied. Für ihn ist nichts unmöglich, genau. Und wir sind bedingt auf unsere Sinne. So. Und können nur sehen und sehen. Können nur riechen, riechen. Können nur hören, hören. Ja. Aber Krishna kann das alles mixen, sozusagen. Kann mit seinem, wie sagt man, kann mit dem, dieses Beispiel, kann mit seinem Fuß schmecken. Ja. Kann man vorstellen, wie das geht. Aber er kann das alles machen. Er kann das alles auf einer ganz hohen Ebene, kann er das viel mehr genießen und viel mehr ausleben wie wir. Und das ist Gott. Oder kann nur sehen und isst dadurch. Na, vorstellen, du siehst was und isst dadurch. Und schmeckst es gleichzeitig noch. Und deswegen, Krishna kann alles machen. Deswegen haben wir die Sache, ja, wie könnt ihr denn wissen, dass Krishna eure Opferung annimmt? Ja, genau aus diesem Punkt, weil wir wissen, er ist transzendental, kann machen, was er möchte. Er muss nicht jetzt sich da hinsetzen und essen und abbeißen. Er guckt einfach nur rauf, guck. Genau so beschrieben wird, das kennen wir aus dem Christlichen. Am Anfang der Schöpfung, Gott blickt über die Materien, was passiert, Leben beginnt. Ja. So, dass er befruchtet die Materie immer nur durch seinen Blick. So. Und das ist eigentlich der wahre Genuss. Und Krishna lässt uns teilhaben. Und deswegen hier, sagt er auch, Bhagavad Gita, beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken, werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrerbietung und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Und das geht nur, wenn wir das hier verstehen, dass wir das eigentlich in den Dienst stellen sollen und dass wir dann hier in dieser materiellen Welt, was im Ozean der Unwissenheit ist, was gestern so schön beschrieben wurde mit diesem Ozean. Ne? Was hat Wischer, warst du gestern gesagt? Wer kann sich erinnern? Was passiert, wenn du hingebungsvollen Dienst machst, der mit den Erscheinungsweisen vermischt ist? Das heißt, hingebungsvoller Dienst in Unwissenheit, hingebungsvoller Dienst in Leidenschaft, hingebungsvoller Dienst in Tugend. Was passiert mit den Menschen? Durch eine? Wird geschrieben genau das, was Prabhupada schreibt. Prabhupada hat das hier in der Erläuterung auch geschrieben. Wo ist denn das hier? Ja, Bhakti ist wie ein Boot, aber was ist der Unterschied? Ja, Prabhupada schreibt es ja auch, der sagt, dass das Lebewesen der materiellen Welt ist wie, er wird in den Ozean geschmissen. Und er muss da alleine kämpfen. Und Prabhupada gibt sogar ein schönes Beispiel, dass er sagt, in dem Ozean gibt es noch Wasserlebewesen und andere Menschen, die da schwimmen, aber keiner wird dir helfen. Du bist alleine in diesem Ozean. Und weil du alleine bist, was machst du? Sollst eigentlich wieder Zuflucht suchen bei dem, ja, hol mich hier raus. Ich kann das allein. Ich kann zwar hier schwimmen, aber dann kommen riesen Wellen und irgendwann gehe ich unter. Dann ist vorbei. Einfach nur leidvoll. Die ganze Situation ist einfach nur leidvoll. Also Zuflucht suchen beim höchsten Herrn und er kann dich dann da rausziehen. Kann dich rausziehen und dann, wie du gesagt hast, ins Boot setzen. Aber ins Boot werden nur die gesetzt, die Zuflucht suchen beim höchsten Herrn und die rein sind. Alle anderen sind in diesem Ozean. Und wir im Endeffekt auch noch, das hast du gestern gesagt. Ne? Wir sind auch als Devotis noch in diesem Ozean alleine. Aber nur der reine Gottgeweihte kommt auf dieses Schiff und ist befreit. Andersrum gibt es die Aussage, der materielle Ozean ist so riesig und man sagt, man soll ihn überqueren als Devoti. Und du denkst, wie soll ich ihn überqueren? Der ist unendlich. Aber für einen Devoti, der das reine Bewusstsein hat, wird dieser Riesenozean zum Fußabdruck eines Kalbes, so ganz klein. Und der Devoti kann einfach darüber steppen. So, bup, und ist drüben. So. Und das geht nur, wenn wir Zuflucht suchen bei Srila Prabhupada, bei einem spirituellen Meister, bei dem Vorgang, bei dem Yuga Dharma, nämlich das Chanten des heiligen Namens. Dass wir Harinam Sankirtan durchführen und dann können wir das wirklich realisieren. Und dann sind wir eigentlich befreit, schon in dieser materiellen Welt. Und können unsere Sinne, die uns die ganze Zeit verwirren, schon in den Dienst stellen. Können hier schon eine spirituelle Erfahrung machen. Das ist das, was uns hier eigentlich dieses Kapitel hier auch sagen will, oder dieser Vers sagen möchte. So. Weil was ist das Problem? Jetzt haben wir es gehört mit den Sinnen.
dass die ja eigentlich nicht gebändigt werden können. Nur, wie können wir die bändigen? Krishna, genau. Durch Bhakti Yoga, durch hingebungsvollen Dienst, kannst du dir in die Giftzähne ziehen. Und dann bist du der Herr deiner Sinne. Rishikesha, denn wir als Devotis haben unsere Sinne, sollten wir eigentlich, haben wir vielleicht noch nicht, oder sind dann dabei, das zu machen, sollten die unter Kontrolle haben. Wir können bestimmen, wo diese Schlangen hingehen, die vorher gemacht haben, was sie wollten und uns eigentlich beherrscht haben. Wir sollten. Beispiel Bhagavad Gita, Wagen, hä, mit den Pferden, die Sinne. Wir haben die Zügel eigentlich in der Hand. Und wir sollten die nicht abgeben. Aber wir lernen jetzt erstmal, diese Zügel wieder in die Hand zu nehmen und die Sinne zu kontrollieren. Und zu sagen, okay, dieser Sinn geht dahin, aber wir lassen uns nicht leiten von den Sinnen, wo er hin will. Und wenn wir mal zurückerinnern, was war uns oft das Problem? Der Geist hat gesagt, mach das, tu das. Dieser Sinn muss jetzt das machen, dann werden wir glücklich. Also was haben wir gemacht? Da hatten wir uns eigentlich treiben lassen von den Sinnen. Und das ist das, was das materielle Prinzip ist hier. Alle Menschen da draußen werden durch ihre Sinne gezwungen, so zu handeln. Sie sehen was, sagen, das muss ich haben. Sie riechen was, das muss ich jetzt haben. Ne? Das sieht gut aus, das muss ich schmecken. Das sieht gut aus, das muss ich antasten, das muss ich fühlen, schmecken, keine Ahnung. So, weißt du so, Leute sind nicht bei sich. Aber als Devoti hast du diese Stricke wieder in der Hand und du kontrollierst. Du wirst nicht kontrolliert, sondern du kontrollierst es. Du bist der Herr der Sinne. So. Das ist auch Goswami, ne? Dass man der Herr über die Sinne ist, über seine Aktivitäten. Das macht ein Devoti, das unterscheidet einen Devoti durch einen normalen materialistischen Menschen. Weil der materialistische Mensch hat sich nicht unter Kontrolle. Er bildet sich das zwar ein, dass er das hat, aber er hat sich nicht unter Kontrolle. Er macht Pläne. Und was sind die Pläne? Die sind eigentlich zum Scheitern verursacht. Und selbst wenn er denkt, ich mach das jetzt, wird gut, er wird zwischendrin, macht er wieder irgendeinen Quatsch. Und dann ist er noch so eine Illusion, dass er Quatsch macht und denkt, das war jetzt gut. Und sieht gar nicht den Rückfall. Und das sind nämlich die vier Mängel der bedingten Seele hier in diesem Körper. Und das schreibt Prabhupada in der Ishopanishad, in der Einleitung geht Prabhupada darauf ein. Was sind die vier Mängel der Seele? Wer weiß es? Unvollkommen, genau, unvollkommene Sinne. Da haben wir den Punkt wieder, das ist einer davon. Unvollkommene Sinne. Die neigen sich und andere zu betrügen. Betrug, genau. Und was ist durch Betrug? Was resultiert da draus? Ich andere betrüge und mich selber gut dann darstelle. Was passiert? Automatisch. Täuschung, ne? Täuschung. So. Und was ist der Hauptpunkt eigentlich? Ja, aber was das Resultat daraus eine Illusion sind? Was machen wir alle? Wir machen Fehler. Fehler, unvollkommene Sinne, Täuschung und Betrug. Die vier Sachen. Das ist das Problem in dieser materiellen Welt. Und wir denken, wir müssen mit diesem Sinn hier, können mit diesem Sinn glücklich sein. Aber eigentlich geht das gar nicht. Und dann sind wir in Illusion oder in Täuschung und denken uns, ja, das funktioniert. Das funktioniert. So. Dann betrügen wir andere noch und im Endeffekt machen wir Fehler. So. Fehler, unvollkommene Sinne, Täuschung, Betrug. So. Und deswegen ist die materielle Welt oder die bedingte Seele in dieser materiellen Welt, egal in welchem Körper, ist dazu verdammt zu leiden. Und deswegen ist es auch, es ist eigentlich ein Spiel, wo wir denken, wir können das, wenn wir es richtig spielen, können wir glücklich sein. Aber eigentlich gibt es gar keinen, es gibt kein Glück. So muss man das eigentlich sehen. Und die materielle Welt ist so aufgebaut. Und da habe ich letztens eine Lecture gehört von Kalamakana Swami, das war sehr nice, wo er sagt, das ist Doras Aufgabe. Durga mit ihren 10 Armen und diesen Waffen, so, Maya, eigentlich ist genau die Aufgabe. Alles, was du hier machst, ist zum Scheitern verursacht. Alles endet da drin, dass du leidvoll, unglückliches Leben eigentlich hast. Aber andersrum, weil wir halt so in Täuschung sind, denken wir, das ist Glück, das ist mein Leben, das ist schön, das Leben. Wir steigen auf. Genau. Ja, genau. Aber selbst daran glaubt er, dass es nicht.
Aber das ist das große Problem hier. Dass wir alle Fehler begehen und uns das gar nicht eingestehen wollen. Und der Devoti, was macht der? Der gesteht sich die Fehler ein und versucht, die zu bearbeiten. Das ist auch wieder der Unterschied, materielle Lebensweise und spirituelle. Wir versuchen, Fehler sein zu lassen. Aber dafür brauchen wir erstmal jemanden, der uns sagt, was sind denn die Fehler? Wir wissen das ja gar nicht. Dann unvollkommene Sinne. Die sind unvollkommen, klar, führen uns in Illusionen. Aber wie wir gelernt haben, wir können da die Giftzähne ziehen und dann sind wir auf einmal Herrscher der Sinne. Also können wir selbst die unvollkommenen Sinne in den Dienst stellen. Was macht der Devoti? Ist der Unterschied. So. Täuschung. Lässt der Devoti sich täuschen? Eigentlich nicht, weil er ja das Wissen hat von den Veden, aber trotzdem kann er der Täuschung unterliegen. Na, auch wir als Devoti wissen, oh, ich bin so transzendental, ich bin eine tolle Devoti und schwupps, bin ich wieder ein Maya. Also die Tendenz ist da, weil wir aber noch nicht auf dieser reinen Ebene sind. Deswegen kann der Devoti getäuscht werden, obwohl ein wahrer Devoti eigentlich keiner Täuschung unterliegt. Das können Sie sich ja vorstellen. Prabhupada war nie getäuscht. Er war immer klar. Was würdest du sagen dazu? Wenn Krishna will, dann also der reine Gottgeweihte täuschen, zum Beispiel Yeshiva oder Brahma. Ja, na klar. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Aber dann ist es ein Lila, dann soll es so sein. Dann macht er seine Devotis in Täuschung, damit er mit ihnen spielen kann. So. Und er gibt ihnen eine gewisse Rolle. So. Aber eigentlich ein Devoti soll frei sein von Täuschung. Ja? Und dann Betrug ja auch. Devoti soll nicht betrügen. Und wir alle haben das gemacht. Man, Devoti ist eigentlich frei davon. So. Genau, das ist ein Punkt. Und dann haben wir noch einen anderen Punkt hier. Nämlich die normale Wissensaneignung. Ja? Wenn wir das hier lesen, hier, wie wir das heute in dem Vers gelesen haben, was sind das für Menschen? Die denken, ich bin jetzt hier in diesem Körper, das ist mein Leben. Und wie handeln die? Nur mit den Sinnen, nur mit diesem Körper, haben kein höheres Wissen. Wie eignen die sich Wissen an? Wie haben wir das auch gemacht? Indem wir von anderen das vorgelebt kriegen, ja? Von den Eltern, die sagen, du machst das jetzt so, du machst das so. Dann kommt die Schule, dann kommen die Regeln des Staates dazu, gesellschaftliche Regeln, genau. Und wenn du dagegen verstößt, dann passiert das und das. So, es wird beschrieben, als dass du lernst durch deine Sinne, sozusagen. Oder wie ein Kind, könnte man sagen. Zum Beispiel der Vater sagt, fass nicht an das Feuer. Und das Kind denkt, boah, ist so anziehend, boah, ist so schön, es ist warm. Und sieht gut aus. Und macht das Kind, wird, obwohl die Eltern sagen, mach es nicht, es wird da reinfassen. Und was macht es dann? Verbrennt sich. Und dann wird es ja, okay, es ist heiß, sieht schön aus, aber die haben gesagt, soll ich es machen? Ich habe es trotzdem gemacht, ich habe mich verbrannt, also ich werde es nicht mehr machen. Oder ich werde es nochmal machen, weil ich es toll fand. Keine Ahnung, gibt es ja auch Leute, die sagen, ich verbrenne mich selbst, weil ich es schön finde. Keine Ahnung, so gestörte Leute gibt es auch. Aber der Sinn ist, dass man eigene Erfahrungen macht durch direkte Sinneswahrnehmung. Es gewisse Regeln gibt, dann mach das, dann machst du es trotzdem. Und dann lernst du daraus, dann hältst du dich an diese Regeln. So. Das ist eigentlich das Hauptding hier in der materiellen Welt, dass die Leute durch ihre eigenen Sinne eine gewisse Erfahrung machen und dadurch ist ihr Leben, leben sie so, wie sie möchten. Und denken, ich habe die Erfahrung gemacht, das tut mir gut, also wunderbar. Aber das ist die niedrigste Stufe, dass man durch seine Sinne versucht, Wissen an sich anzueignen. So. Was ist die nächste Stufe? Jemand, der ein bisschen fortgeschrittener ist und versteht, okay, die Sinne ist eine Sache, aber da gibt es ja noch was Höheres, haben wir am Anfang besprochen, was sagt hier dieser Vers, was ist höher als diese 15 Sinne? Der Geist. Ne? Und was macht der Geist gerne? Der Geist, der alles weiß und sich alles einbildet. Und spekuliert. Spekuliert die ganze Zeit rum einfach. Gedankliche Spekulation. Da sind wir Meister drin einfach. Ja, ich weiß das. Ich weiß genau, was da drüben abgeht. Ich weiß nichts einfach. Aber ich denke, ich weiß, was da abgeht. Aber eigentlich weiß ich gar nichts. Also, gedankliche Spekulation. Das ist ja das, was wo Prabhupada ja auch so ein bisschen die Maya war, die es auch so in die Ecke packt eigentlich so, weil die, das ist auch gedankliche Spekulation. Die haben die Schriften, da steht es schwarz auf weiß, sagen, nein, Krishna meint das so und so. Das müssen wir so und so aus, müssen wir unpersönlich auslegen.
formlos auslegen. So spekulieren rum, obwohl das schwarz auf weiß eigentlich schon da ist. Und wir sollen das eins zu eins so nehmen, aber wir spekulieren das anders. Und das ist heutzutage die spirituelle, wie sagt man, in der spirituellen Szene ist ja ganz groß geworden. Dass jeder spekuliert sich einen eigenen Weg zusammen. Gedankliche Spekulation, das ist der Weg. Habe ich mir zusammengesponnen, der wird euch befreien. Oder der Weg, der erste durch die Sinne, wird uns befreien. Der wird uns nicht befreien, wird uns erniedrigen. So, gedankliche Spekulation wird uns genauso erniedrigen. So. Aber jetzt haben wir die zwei gehabt. Aber was ist jetzt der dritte Weg? Was ist der dritte Weg, den man eigentlich sehen sollte als spirituelles Lebewesen, als Devoti? Genau, Shabda Brahma. Genau. Und was ist das wieder? Shabda Brahma? Shabda? Das ist spiritueller Klang, transzentaler Klang. Und das ist das, was wir aus dem Bhagavatam hören. Dieser transzentale Klang erzieht uns, lehrt uns. Der Mahamantra erzieht uns, lehrt uns. Die Devotis, was sie sprechen, erzieht uns, lehrt uns. Das, was Lord Chaitanya sagt, erzieht uns, lehrt uns. Was Prabhupada sagt, erzieht uns, lehrt uns, ist im Endeffekt alles transzentaler Klang, spiritueller Klang. Und das ist das, wo wir eigentlich Zuflucht suchen sollen. Und dann haben wir wirkliches Wissen. Deswegen haben wir wirklich, können wir die Veden auch wirklich anwenden, wie sie sind. Weil wir verstehen, das ist transzentaler Klang. Und jemand, der intelligent ist, hört nicht auf seine direkten Sinne oder auf seine Sinneseindrücke und auch nicht auf seine gedankliche Spekulation, sondern auf transzentalen Klang. Und wenn er das macht, dann kann er wirklich vollkommen werden und kann hier was machen gegen diese glücklichen, leidvollen oder gemischten Umstände, die wir ja alle haben. Und kann auf diese transzentale Ebene kommen. Transzentaler Klang erhebt uns selbst auf die transzentale Ebene. Der hingebungsvolle Dienst und die Verehrung Krishnas befreit uns, kann uns befreien. Und hat ja Arjamil im Endeffekt auch befreit. Und hier auch die Diskussion zwischen den Vishnu-Dutas und Yama-Dutas, wer ist jetzt hier, wer macht das jetzt besser, wer ist richtig. So. Aber Shabda Brahma, diese spirituelle, transzentale Klangschwingung, wo ja die Vishnu-Dutas ja, weil die haben das. Die andere Seite hat nur diese, ja, die haben materiell was falsch gemacht, jetzt werden sie bestraft. Aber dass darüber noch was Höheres steht, eine höhere Autorität über diesen, was in diesem materiellen Rahmen stattfindet, das weiß die eine Seite nicht. Und deswegen wird die andere Seite erklärt ihnen das. Und genauso werden hier die Yamadutas belehrt von den Vishnu-Dutas durch spirituellen Klang. Und genauso werden wir auch durch diese Geschichte gelehrt und kriegen diese Information daraus. Weil wer hat diese Information, was nach dem Tod passiert? Niemand. Keiner weiß es. Und wir haben das hier schwarz auf weiß. So läuft es ab. Und so kann es ablaufen. Und wir können sogar nur dagegen wirken, dass uns das hier nicht passiert. Und das ist doch super. Das ist einmal die Kraft vom transzendentalen Klang. Und ja, das ist das, was mir dazu einfällt hier. Genau. Und der Punkt ist, wir sollen uns befreien aus diesem materiellen Ozean. Und wie war das? Genau, das Boot des spirituellen Wissens. Dann haben wir den Boot mit dem, wie sagt man, mit dem Captain. Genau, der Captain ist der Guru so. Und dann haben wir den Wind noch, der das antreibt, sind die vedischen Schriften. So wie so ein Wissen, so mit so einem, wie sagt man, mit so ein Segelboot, weißt du, wo was Wind braucht. Und das ist das, was wir hier machen. Und deswegen sind diese drei Faktoren sehr, sehr wichtig. Und das müssen wir machen. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir immer eine Illusion. Und dann gibt es auch keine Möglichkeit zu befreien. Und dann werden wir auf Ebene des Geistes stehen bleiben. Und werden gar nicht realisieren, dass wir das gar nicht sind. Weil wie ja der Verse sagt, der drüber, über diesen Elementen und dem Geist, klar, wir wissen, da ist noch die Intelligenz, die wurde jetzt hier nicht erwähnt, aber da ist die Seele. Und die Seele zu verstehen, da fängt das eigentlich an. Da fängt spirituelles Wissen eigentlich an. Da zu suchen, was ist denn die spirituelle Seele? Wo kommt die denn her? Was hat die für Eigenschaften? Und darüber haben wir heute auch gesprochen. Was hat die für Eigenschaften? Perfekte Eigenschaften. Ist ewig voller Wissen, glückselig und hat eigentlich genau die Eigenschaften wie Krishna auch.
Und nur durch Krishna können wir jetzt hier in der materiellen Welt unsere Sinne schon spirituell einsetzen. Sonst, und uns aus, können unsere Sinne eigentlich auch befreien, krass gesagt. Die giftsinnige Zunge befreien uns die Sinne, weil sie in Dienst gestellt werden. Sonst sind wir einfach nur eine Illusion. Und das ist das Magische einfach hier am Bhakti Yoga. Und wer kann sagen, er hat seine Sinne unter Kontrolle? Niemand. Und wir arbeiten aber daran. Weil wir ja frei sein wollen von dieser Täuschung. Und auch von diesem Betrug. Ja? Und auch von diesem Fehler begehen. Wir wollen frei sein davon, aber dafür müssen wir das erstmal realisieren, dass wir Fehler machen. Und dass wir getäuscht sind, dass wir in Illusionen sind, dass wir unvollkommene Sinne haben, die wir aber in Dienst stellen können. Ja, und das ist das Schöne. Wenn wir die Bücher lesen. Wenn wir die Bücher lesen, genau. Wenn wir auf Prabhupadas Worte hören und wenn wir, so wie Vishwarasu gestern ja meinte, wenn wir die Beziehung mit Prabhupada etabliert haben, wird er uns helfen voranzustellen. Wenn wir keine Beziehung mit Prabhupada haben oder denken, Prabhupada ist nicht wichtig, vergiss es, gibt es keinen Zugang zu diesem Schatz des Wissens. Aber wenn wir Prabhupada in unser Leben lassen und das hier lesen, und die Erläuterung lesen, Bhagavatam lesen und nicht nur sagen, ich habe das einmal gelesen, jetzt habe ich es verstanden. Ja gut, ich kann auch einmal gelesen. Ich habe es einmal gelesen. Habe ich es verstanden? Nein. Also muss ich nochmal lesen. Und nochmal lesen. Und dann der nächste Schritt ist, durch Studieren, setzt das um, was da drin steht. Und nicht einmal nur lesen. Es gibt auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber du sollst kein Bücherwurm werden. Du sollst viel lesen, aber du sollst dich einfach nur lesen. Der nächste Schritt ist, wenn du liest, das umzusetzen, das praktisch anzuwenden. Das ist der nächste Punkt. Aber zu der praktischen Anwendung gehört auch, dass du liest. Aber auch nur die wichtigen Sachen. Und so viele Bücher lesen. Ich habe auch eine riesen Bibliothek zu Hause, aber im Endeffekt denke ich mir mal, eigentlich könnten hier nur Prabhupadas Bücher stehen, das reicht. Die anderen Bücher sind Ergänzungen zu dem, was uns Prabhupada eigentlich gegeben hat. So. Prabhupadas Bücher sind, das ist das A bis Z, ist alles drin, brauch nichts anderes. Und wer sagt, Prabhupada hat sich alles gegeben, der hat die Bücher nicht gelesen von Prabhupada. Oder hat es nicht verstanden. Hat die Tiefe, genau, hat sich verstanden und hat sich akzeptiert und hat die Tiefe gar nicht gesehen. Und nimmt auch Prabhupada, hat die Beziehung, also Prabhupada gar nicht. Weil er leiden möchte, ja, vielleicht. Oder weil er eine Illusion denkt, ich weiß es besser. So, aber wir geben das ab. Wir geben das Ruder ab. Und dann kommen wir, Prabhupada, Krishna. Such Zuflucht im Yoga Dharma, mach das und dann werde ich geführt durch mein Leben. Das führe nicht, ich bin der Führer hier. Ich will nicht mehr der Führer sein, ich lasse mich führen. Durch meinen spirituellen Meister, durch den Vorgang, durch die Devotees. Ich bin einfach nur ein Instrument. Komm hier. Ist der wie so ein, wie sagt man, wie so eine, ich weiß nicht, irgendwas, was wird geführt von alleine? So wie so ein, zum Beispiel so eine Feder oder was, weißt du, die du so schmeißt und dann die Feder fliegt einfach irgendwo hin und denkst du so, die hat sich ja gar nicht unter Kontrolle. Aber da ist eine höhere Macht hinter, die sie genau dahin führt, wo sie hin soll. Und genauso ist es bei uns auch so. Wir müssen immer die Kontrolle abgeben, aber wir sind das nicht gelernt. Wir wollen immer alles kontrollieren. Aber wenn die Kontrolle mal abgeben, dann haben wir das schöne Beispiel mit Gott sagt, ja, spring doch einfach. Bin da, ich fange dich auf. Aber du willst halt nicht springen. Ja, wie willst du dann zu Gott gehen? Ja? Das ist unmöglich. Also das musst du selbst machen. Gott sagt sogar, na, jetzt spring, ich werde dich auffangen, ich bin da. Aber weil wir die Beziehung nicht haben, haben wir kein Vertrauen und springen nicht. Und halten immer noch oben fest, nee, ich traue mich nicht. Ja. Aber wenn wir wissen, dass er eigentlich hinter allem steht und dass wir immer beschützt werden durch ihn, ja klar, dann springe ich ja. Okay, lass mich. Genauso materiell neben auf, lass da einfach mal alles laufen. Der kümmert sich um dich. Und das sind die Mönche. Das sind die wirklichen Sadhu, die sich unabhängig machen. Die sagen, ich habe mit der materiellen Welt gar nichts mehr zu tun. Ich gehe nicht arbeiten, ich mache nicht dies, mache nicht das und werde trotzdem erhalten. Krishna teilt seinen ganzen Reichtum mit mir. Auch kein Geld, aber komischerweise haben die Devotees immer Geld. Wie machen die das? Ja, weil Krishna ihnen das zukommen lässt. Weil sie sich bemühen. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen dazu oder einen Kommentar? Oder sorry, dass ihr nichts verstehen konntet und trotzdem zugehört habt. Das ist sehr, sehr gut. Alles gut. Also kann es sehr hilfreich sein, ganz einfach, wenn man sich auch mal austauscht. Oder? Natürlich. Wenn man die Bücher Austausch ist ganz wichtig. Gibt es ja auch die Aussage, dass eigentlich sollst du die Veden mit deinem Guru
zusammen studieren. Ja. Sobald Fragen sind, fragt sein Guru, hey Guru Maharaj, wie ist das hier, verstehe ich nicht, erklär mal. Ja. Oder ich habe hier einen Zweifel. Und dann ist der Guru da, der Devodi, und sagt, ja, so musst du das verstehen. Und nimmt die Zweifel weg. Aber ich habe gemerkt, wenn Zweifel sind in den Büchern oder was ich verstehe, du liest einfach weiter und Prabhupada erklärt das. Es wird alles erklärt, du musst nur weiterlesen. Aber viele Leute sagen, oh, hier habe ich was gefunden, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Und dann hören sie auf zu lesen, ja, selber schuld. Lest da mal weiter, wird doch erklärt, warum das vielleicht so ist. So. Die Erfahrung, das haben wir alle, machen die Erfahrung. Ne? Du liest was und es wird alles erklärt. Und am Ende bist du, hast du keinen Zweifel oder Fragen. So. Das ist halt der Unterschied zu spirituellen Schriften. Ja. Aber Austausch ist immer gut. Gemeinschaft lesen ist gut. Der eine sieht so, der andere sieht so und dann, ja, wo sollen wir uns jetzt treffen? Aber eigentlich ist klar, wie man das sehen soll. Und wenn wir es selber nicht wissen, dann Autoritäten fragen, höhere Personen, Guru fragen, zu Prabhupada beten, ich verstehe das nicht. Dann wird eine Eingebung kommen. Und dann, ja. Und so kannst du die Devotis auch kontrollieren, die Devotis sagen alles dasselbe. Sobald ein Devoti irgendwas anderes sagt, oder es gibt immer so Themen, wo der eine sagt das, der andere sagt das, weil es manchmal nicht vielleicht so klar ist, aber eigentlich sind nur so ein paar Kleinigkeiten, ist eigentlich alles klar, wir sagen immer dasselbe. Und da dann kannst du auch sehen, ob es ein Devoti ist, weil die alle, wir sagen alle dasselbe. Klar, der eine macht einen Fokus mehr darauf, der andere mehr darauf, aber im Grunde ist die Philosophie ist klar, ist einheitlich, präsentieren alle die gleiche Philosophie. Und selbst wenn er sagt, Krishna ist manchmal gelb, manchmal ist er gold, manchmal ist er schwarz, manchmal ist er blau, manchmal ist er grün. Ja, ist verwirrend, aber ist im Endeffekt alles Krishna. In verschiedenen Formen, verschiedenen Hautfarben. Da sind es Krishna. Aber der ursprüngliche Krishna ist Krishna. Shyama Sundar. Ja, das ist Krishna. Und jeder wird Krishna so beschreiben, wie er ist. So. Gut, dann danke ich euch, wünsche euch einen schönen Tag im Krishna-Bewusstsein. Srila Prabhupada ki jai.